Ich glaube, wichtig ist, dass jeder sich überlegt, was er tun kann. Und es gibt kleinere Schritte und größere Schritte, die dann auch vielleicht möglich sind, auch aufgrund von vielleicht Rahmenbedingungen, die wir jetzt nicht kennen. Aber wenn jeder, wie Markus schon gesagt hat, was macht, vielleicht sogar bis an die Schmerzgrenze, das ist das, was wir jetzt aktuell brauchen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt ein bisschen zurückzugeben und dankbar zu sein für das, was wir eigentlich haben, nämlich wir leben in Freiheit und wir leben gesund in einem sicheren Land. Und es gibt andere Leute, die es einfach nicht haben. Ja, und denen können wir helfen. Und dann lasst uns das tun. Und insbesondere, wenn es um einfache Sachen geht, wie in meinen Link teilen, was posten, ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Das sind ganz, ganz einfache Sachen. Let's do it, let's do it together und let's help.